Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Copy Shop Vinyl Edition von Romano. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt sowie natürlich auch die Links zum Album, zu Vinyl und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ja, Copy Shop von Romano. Vor 2 Jahren, 2015 im September, kam das Debütalbum von Romano raus. So hat das damals ausgesehen, Jenseits von Köpenick. Und jetzt, 2 Jahre später, kommt der Nachfolger, Copy Shop, allerdings nicht als Box, sondern in einer Vinyl. Wir haben hier einen Aufkleber und auf diesem lesen wir Romano, inklusive Mutti, König der Hunde, Karl May featuring Maschine, Vinyl plus CD plus 9 Sticker. Alles klar, also das ist einfach die Inhaltsangabe. Jetzt werden wir das Ganze mal aus dem Plastik befreien und uns das Ganze dann ohne Plastik ansehen. Also, wir öffnen das Ganze einfach hier an der Rückseite. Alles klar. Gut, und wir sehen schon hier Romano vor einem Kopierer stehend. Orangene Wand, hier noch eine Zimmerpflanze, ein weiterer Kopierer. Das sieht aus wie so ein klassisches Büro, also zumindest von den Geräten her. Grüne Jacke, Jetsjacke und Romano dürfte hier gerade kopieren. Alles klar. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist. A- und B-Seite. Auf der A-Seite haben wir 5 Tracks und auf der B-Seite 6 Tracks. Wir haben von den 11 Tracks haben wir ein einziges Feature und das ist hier das Feature von Maschine. Muss ich ehrlich sagen, sagt mir nichts. Und dann haben wir hier unten noch Romano bzw. die Credits und einen Barcode. Ansonsten glatt grün. Innen haben wir hier noch die Infos zu den Produktionen, wer das Ganze gemischt, gemastert und produziert hat. Dann haben wir hier noch die Info zum Artwork bzw. zum Management und, man kann das sehen, und zu den Bildern, zu den Fotos. Und dann haben wir hier noch eine Danksagung von Romano. Und hier lesen wir: Romano dankt Copy Print, Kopie plus Druck, Zentralstation Laserline Blueprint Berlin sowie Mutti, Vati und der ganzen Familie. Und dann haben wir hier noch schwarz Romano auf gelbem Hintergrund. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Denn in dieser Vinyl haben wir einmal einen Stickerbogen, das Album in CD-Form und natürlich die Vinyl. Also wir fangen an mit der Vinyl. Und zwar haben wir hier auf der Vinyl aufgedruckt die ganzen Tracks, also die ganzen Texte. Wir haben hier wirklich jeden Track einzeln abgedruckt. Auf der Rückseite ebenso, also wirklich jeder einzelne Track hier Wort für Wort nachzulesen, mitzurappen. Und das Ganze sieht dann so aus. Wir haben die Vinyl klassisch in schwarz gehalten, hier mit grünem R. Das ist in dem Fall die B-Seite. Und dann haben wir natürlich auch noch die A-Seite, diese in gelb gehalten. So. Dann haben wir das Album in einer Papphülle. Selbes Cover wie auch schon auf der Vinyl. Und auf der Rückseite haben wir nochmal die 11 Tracks aufgelistet. Sieht wirklich genauso aus vom Design her wie die Vinyl. Also vorne das Cover und hinten dieses Grün-Gelb. Und von diesen 11 Tracks muss ich ehrlich sagen, ich habe noch nicht ins Album reingehört. Ich habe jetzt bis jetzt nur Copy Shop gehört. Der Track wurde ja vorab als Video ausgekoppelt. Mittlerweile wurde auch noch König der Hunde als Video ausgekoppelt. Habe ich aber noch nicht reingehört. Aber Copy Shop, also der Track und das Video ist schon geil gemacht. Aber speziell dieser Refrain mit dieser
Elektro mit dieser Computerstimme, dieses Copy Shop. Also das hat mich echt geschädigt die letzten Wochen. Das bin ich einfach nicht mehr losgeworden, diesen Ohrwurm. Ganz, ganz schlimm. Die CD sieht folgendermaßen aus. Gelb mit schwarzem Romano R. Und so sieht das Ganze von innen aus. Gut. Und dann haben wir als letzten Inhalt noch diesen Stickerbogen. Also wir haben dreimal Romano mit Farbe. Dann haben wir einmal das R. Ich frage, ob man das sehen kann. Ja, hier. Ganz in weiß. Macht die Straße frei. Meine Mutti kommt. Romano einmal schwarz-weiß-schwarz. Oder ja, schwarz-weiß, einmal weiß-schwarz. Hier einmal weiß-schwarz groß. Und hier noch, ruf mich nicht an, ruf meinen Anwalt an. Alles klar. Also insgesamt 4, 5, 6, 7, 8, 9 Sticker. Rund, rechteckig, alles mit dabei. Ja, und das war's auch schon. Also, wir haben eben in dieser Vinyl Edition den Stickerbogen, das Album in ja, CD-Form in einem Pappcase und dann die Vinyl, die zweiseitige Vinyl mit den 11 Tracks. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition, Copy Shop von Romano. Mich würde natürlich interessieren, was ihr von dem Album bzw. von der Vinyl Edition haltet. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Romano unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.